Digitalisierung ist genau das richtige Stichwort für meinen Gast, Robert Krimmer, der schon lange hier in Tallinn lebt, Professor für E-Governance und an der Technischen Universität in Tallinn tätig. Herr Krimmer, E-Governance, das müssen wir gleich mal erklären, was das ist. Ja, E-Governance ist das elektronische Verwalten, dass wir also das Regieren und den täglichen Umgang mit dem Staat über das Internet und Kommunikationstechnologien machen können. Einige der Beobachter hier haben heute Morgen geschrieben, dass dieser Gipfel so wichtig sein könnte wie für die Industrialisierung, wie im 18. Jahrhundert damals die Industrialisierung ist, wie diese Digitalisierung genauso wichtig sein könnte. Sehen Sie das auch so? Ja, Europa steht vor einer großen Herausforderung. Die grenzüberschreitenden Verwaltungsabläufe laufen immer noch auf Papier, auf alten Methoden zur Vertrauensherstellung ab. Genau das ist die große Herausforderung. Wie können wir dasselbe Vertrauen, das wir im Papier haben, auch im Internet herstellen? Da ist uns ja zumindest auch die USA ein bisschen davongelaufen, uns Europäern. Wie können wir das aufholen? Na, Europa hat ein rechtliches Rahmenwerk mit der Europäischen Union geschaffen und kann hier also genau im grenzüberschreitenden Handeln wesentlich agiler und wesentlich schneller neue Regeln schaffen, die also eben dem Internet auch entgegenkommen. Die USA muss nur ein Land verwalten, wir müssen uns grenzüberschreitend betätigen. Also ein bisschen schwieriger, die Kommunikation, das Abstimmen miteinander? Ja, also wir können natürlich die Vorteile vom Internet nutzen. Das Internet hilft uns zu übersetzen. Das Internet hilft, innerhalb von Sekunden Entscheidungen zu treffen. Und auch hier müssen wir schaffen, dass wir das rechtsverbindlich tun können. Jetzt sind wir hier in Tallinn nicht von ungefähr. In Estland sozusagen der digitale Musterknabe Europas. Sie leben hier. Was ist da? Wir haben eine Menge gesehen in den letzten Tagen, was hier so passiert, was wirklich auch für uns Deutsche ungewöhnlich ist. Was denken Sie, was wird den Esten hier auf diesem Gipfel am wichtigsten sein und was können wir von den Esten lernen? Also in Estland ist das tägliche Leben komplett digital. Ich war das letzte Mal vor 3,5 Jahren auf dem Amt, wie ich mich angemeldet habe, und seither kann ich jegliche Verwaltungsgänge online machen. Und genau das ist, worauf die Esten stolz sind. Ja, es gibt ihnen Anerkennung in der Welt und das möchten sie auch der Welt zurückgeben. Ja, und darauf sind sie besonders stolz, dass sie jetzt also von dem Nehmer, von dem Empfänger vor 20 Jahren von Hilfe jetzt auch anderen Rat geben können und das gibt ihnen einfach ein gewisses Stück Identität. Ja, das ist, ich habe diese ID-Card, die Sie ansprechen, auch gesehen. Wie gesagt, da kann man auch sogar wählen, man kann zum Amt gehen, zum Arzt gehen und so weiter. Bei uns in Deutschland steht der Datenschutz ja immer an erster Stelle. Wie kann man den Deutschen die Angst vor dem Datenschutz nehmen, also beziehungsweise vor Datenmissbrauch? Ja, also in Estland kann man neue Ansätze für den Datenschutz sehen. Estland sagt, wir wollen nicht den Datenaustausch verhindern, sondern wir wollen vollkommene Transparenz haben, wer hat wann wie auf meine Daten zugegriffen. Und das ist etwas, was wir in Deutschland noch nicht haben. In Deutschland hinken wir sowieso ein bisschen hinterher mit vielen Dingen. Die Esten haben nicht nur diese ID-Karte, es gibt auch eine sogenannte E-Residency, man kann also virtueller Este werden. Vielleicht können Sie mal kurz erklären, was es damit auf sich hat. Na, also Estland hat 2004 diese elektronische Identitätskarte eingeführt und hat dann alles komplett digital umgestellt. Und dann kam das Problem, dass natürlich auch Firmen hier in Estland tätig sind, wo kein Este die Geschäfte führt, müssen aber trotzdem den Jahresabschluss elektronisch abgeben. Und dann musste dafür eine Möglichkeit geschaffen werden. Also die E-Residency ist per se ein digitaler Ausweis für Handelstreibende, die mit Estland Handel machen wollen. Und heute wird es natürlich für digitale Nomaden eingesetzt, die gar keinen Wohnort mehr haben und die sagen, Estland ist der Platz für mich, weil da kann ich alles online machen. Nochmal zu dieser ID-Karte, mit der man wirklich alles tun kann ohne Papier. Wir haben gestern gesehen, dass der Staat, beziehungsweise man es quasi als Bürger umkehren kann, dass man jede Aktivität von staatlicher Seite auf der ID-Karte sieht. Ist das auch wirklich sicher? Ja, also sie verwenden neueste Blockchain-Technologien, vor allem im Bereich der Gesundheit, also um auch wirklich zu sehen, welcher Arzt hat wann auf meine Daten zugegriffen. Und das sind eben diese neuen Ansätze im Datenschutz, die ich zuvor meinte. Also totale Transparenz. Genau, totale Transparenz. Eben sogar so weit hingehen, dass ich auf Basis dieser, vielleicht eines Fehlverhaltens, auch Leute entsprechend zur Rechenschaft ziehen kann. Jetzt beginnt heute der digitale Teil, sage ich mal, des Gipfels. Was denken Sie, was sollte am Ende
denn stehen? Was sollte dabei herauskommen bei diesem Gipfel? Man hat ja jetzt wirklich diese historische Chance, auch mal Dinge anzutreiben, nicht nur sich ins Boot zu setzen, sondern auch mal loszurudern. Sehen Sie das auch so? Und was sollte in Sachen Digitalität am Ende dastehen? Ja, es könnte ein erster Schritt in Richtung einer fünften Freiheit eben sein, dass wir sagen, nicht nur Personen, nicht nur Waren sollten frei innerhalb der EU ausgetauscht werden können, sondern auch Daten. Und das ist sicher ein großer Schritt. Dafür brauchen wir Vertrauen. Und das könnte hier als erstes gesetzt werden. Professor Krimmer, vielen Dank für das Gespräch.